MMO Pro ist euer Magazin rund um World of Warcraft und alle anderen MMOs. Tipps und Guides, Klassentipps, all das bekommt ihr jeden ersten Mittwoch im Monat an eurem Kiosk. Ja, hi und herzlich willkommen. Ein neues Let's Play. Allerdings geht es leider nicht weiter mit dem Jedi-Botschafter und Jedi-Ritter. Das hat nichts damit zu tun, dass der Char so hässlich war. Auch, aber nicht ausschließlich. Sondern, ja, in den Account komme ich gerade nicht rein. Das hat mit ja, schwierigen Problemen bei den Sicherheitsfragen zu tun. Ich habe mir jetzt aber den Fabian mal geschnappt. Hi, Fabian. Hi-ho. Den kennt ihr aus dem SWTOR-Podcast. Und wir beide wollen jetzt zusammen ja, einen Schmuggler und Soldaten spielen. Schmuggler ist richtig, ne? Ja. Ja, Ja. Smuggler. Ich verwechsel immer Schmuggler, Kopfgeldjäger. Ne? Naja, ich habe mir aus diesem Grund jetzt hier gerade ungefähr eine Stunde lang, nein, Scherz, aber fast so lange den Zufallsnamengenerator gestresst und ja, drück jetzt mal einfach auf Spielen. Der Name ist natürlich nicht verfügbar. Ich wusste, dass irgendwie sowas passieren wird. Ich nehme jetzt einmal, ich drucke dreimal auf zufällig und dann nehme ich diesen Namen. So, eins, zwei, drei. Miji. Der ist auch schon weg, oder? Nee, Miji ist noch da. Mein Charakter heißt also Miji. Miji für dich mal. Klingt spannend. Ja, ne? Ich finde auch. Da hat sich das System richtig was einfallen lassen. So ein Zufallsnamensgenerator ist übrigens genau das Richtige für mich, weil, ja, abgesehen davon, dass ich die alle Venya nenne, hätte ich sonst keine Einfälle. Ja, das Star Wars Intro Jingle will ich es mal nennen, sparen wir uns mal. Und auch den Ladebildschirm. Ja, und gehen direkt hier ins Spielgeschehen. Da ist meine liebe Michi. Wahrscheinlich ist hier auch irgendwo gleich schon der Fabian, aber ich gehe jetzt mal rein in meine Phase. Ich möchte wirklich keine Tipps mehr, oder? Ach, ich lasse die Tipps doch mal an. Die sind nämlich neu, glaube ich, oder? Die kannte ich bisher noch nicht. Oder ist der weg? Zum Teil, ja. So, warte mal, jetzt Also kommt auf hier ein Imperium-Seite gab Gespräch. es sie schon länger. Ich kann nicht glauben, dass ihr es durch den Schießstand der Separatisten geschafft habt, Captain. Euer Schiff hat nicht einmal einen Kratzer. Es braucht Mut, mitten in einem Schlachtfeld zu landen. Nettes Manöver. Tja, was will ich da hier? Nettes Manöver? Ach, das war einfach, sag ich Kein mal. Problem. Bei meinen blitzschnellen Reflexen und dem perfekten Timing. Es war offensichtlich nicht das erste Mal, dass auf euch geschossen wurde. Das ist ein bisschen doof hier, der Typ. Mach mich voll an. Das ist nicht das erste Mal, dass er auf mich geschossen wurde, ja. Pff. Wenn der wüsste. Das ist ein cooler Hier ist Schuss. Skavak. Oh. Ich hole die Blaster in eurem Frachtraum ab. Entschuldigt die Eile, aber ich muss hier schnell verschwinden. Dieses Dorf war einmal Oh, ich sicher, hab aber die Post. Separatisten übernehmen es langsam. An eurer Stelle würde ich versuchen, hier so schnell wie möglich abzuhauen. Dann beeilt euch. Je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Hört sich an, als kämen die Bomben näher. Die Separatisten werden jeden Moment über uns sein. Hier ist eure Bezahlung für die Lieferung, Captain. Ihr könnt los, sobald ich die Blaster habe. Skavak, wir haben ein großes Problem. Die Separatisten haben die Luftabwehrkanone erobert. Langsam, Corso. Wovon sprichst du? Sie haben hier so eine Art Fernsteuerstation platziert und die Zielcomputer der Kanone gehackt. Die verdammten Separatisten haben gerade einen republikanischen Frachter zerstört, der auf dem Weg hierher war. Ich bin sicher, die republikanischen Truppen haben bald wieder alles unter Kontrolle. Die haben im Moment schon genug zu tun. Separatistische Raketenwerfer haben gerade einen republikanischen Kampfläufer angegriffen und schwer getroffen. Mit diesen Fernsteuerstationen können die Separatisten den Computer der Luftabwehrkanonen überbrücken und ihre Feuerkraft jederzeit gegen uns einsetzen. Das ist gar nicht gut, Captain. Die Separatisten werden euch abschießen, bevor ihr überhaupt an Flucht denken könnt. Die Separatisten haben überall in der Gegend Fernsteuerstationen.
Ihr werdet wahrscheinlich mehrere treffen müssen, damit sie die Kontrolle über die Kanone verlieren. Ich sollte für meine Heldentaten einen Aufschlag verlangen. Viel Glück. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Gehen wir, Corso. Wir haben keine Zeit mehr. Jetzt ist, glaube ich, mein Gespräch vorbei. Ich sehe schon, du tanzt ganz aufgeregt. Ja. Wo bist du denn? Kommst du auch hier rein? Ne. Wahrscheinlich vor der Tür und das sieht man nur so weit einfach. Ne? Ja, dann... Komm in deine Zone nicht rein. Ja, kommst du nicht rein. Da bist du ja. Ja. So, Spieler zur Freundesliste inspizieren, verfolgen, in Gruppe einladen. Danke. Aber der Tanz sah wirklich blöd aus. Wie tanzt man? Einfach Slash Dance wieder? Ja, wie bei den altbekannten Spielen. Ja. Oh, jetzt macht er was anderes. Ah, sieht also, ja, ich weiß nicht. Lass mal nicht mehr tanzen, sondern hier... Ich wollte es gerade sagen. Noch eine Quest, hallo? So. Wartet mal kurz! Auf Quartier! Hier ist die Frontaufklärung, bitte kommen! Auf Quartier! Mist, ich dachte, ich hätte sie! Ihr seht aus, als könntet ihr mit einem Blaster umgehen. Habt ihr Lust auf ein paar Heldentaten? Aber immer. Was soll ich denn tun? Wir brauchen Knarren und Leute, die damit umgehen können. Eine Separatisten-Miliz hat das Dorf besetzt. Wir nehmen also keine Anfänger oder Bauerntölpel. Die haben Experten mit erstklassigen Störgeräten. Damit behindern sie die Fernkommunikation von hier bis vor Garnik. Habt ihr einen Plan, wie ihr das Problem lösen könnt? Ich schätze, mir bleibt nur eine Option. Euch um Hilfe zu bitten. Ich soll Informationen an dieses Dorf weitergeben. Aber wegen der Störung kann ich keine Meldung machen. Jemand muss die Störer der Separatisten ausschalten. Wenn ihr also sowieso ins Dorf wollt, könntet ihr das ja vielleicht für uns übernehmen. Wenn ihr die Störer der Separatisten ausgeschaltet habt, meldet euch hier. Ich werde sehen, ob ich etwas Ausrüstung anfordern kann, die euch nützlich wäre. Tja, übrigens bin ich jetzt so still hier während den Gesprächen, weil man mir gesagt hat, wir sollen nicht so viel reden während Dingens, ne? Der Konversation. Bist du überhaupt noch da? Ich bin noch da, natürlich. Oh. Ich höre dir zu. Ah ja, verstehe ich. Ich wollte auch nicht, dass ich irgendwo Auto-Loot einstellen? Ja, du kannst auch dieses AOE-Loot einstellen. AOE-Loot? Automatisch plündern mit Rechtsklick. Ja, genau, und dann unter. Moment, wo ist es denn jetzt? Ah. Unter Steuerung. Spielsteuerung, Bereichsplünderung aktivieren. Bereichs. Ach ja, da. Gut. Dann lootet er halt, wenn du einen Gegner lootest, lootet er alles, was drumrum liegt. Ist ja auch praktisch. Von allen Mobs. Ja. So. Gut, dann werden wir mal hier unsere Aufgaben erfüllen, ne? Ich muss da oben ist schon eins. Hier ist einer der Signalverstärker. Ja, ich weiß. Ich hab. Das ist, glaube ich, aber deine Aufgabe mit den Signalverstärkern, oder? Ja, kann sein. Ich sehe nicht, welche Quest du hast. Also, ich habe hier einmal Entermannschaft, zerstöre die Fernsteuerstation. Und dann müssen wir halt noch. Die Signalzerstörer. Das ist hier unsere gemeinsame Aufgabe, oder? Ach, naja, keine Ahnung, wir werden schon sehen. Ah, da ist auch die Bonusaufgabe. Ah, ja. Gut, aber für diese Bonusaufgaben kriegt man keine extra XP, oder? Wenn ich das so. Doch. Ja? Du kriegst nur keine Belohnung, also keine Belohnung in Form von Items. Mhm. Gut, vorne ist noch eins von den Fernsteuer-Dingern. Hab ich das schon mal fertig? Ich hab auch ein paar Leute. Ist einer in mir gespawnt. Komm und rette dich. Ich glaube nicht, dass ich hier in Gefahr bin, irgendwie gerettet zu werden. Übrigens hier, sie hat Energie als. Ressource, könnte man sagen, ne? Und bei mir ist es Munition. Oh, da ist ein Item gedroppt. So, jetzt kann ich mich hier irgendwo verstecken. Ganz cool, ne? Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, im Podcast. Dieser Deckungsmodus. Ja, genau. Kann sich halt irgendwo in Sicherheit begeben.
Oh mein Gott, ich muss nachladen. So, wir haben jetzt irgendeinen Signalzerstörer, den wir noch machen müssen. Gucken wir mal. Welcher ist es denn? Da vorne? Ich bin hier an der Seite. Ich habe gerade dieses Raketending zerstört. Ja, ja. Und habe jetzt ein Holo-Gespräch bekommen. Oh, ich habe Stufe 2 erstmal erreicht. Vielleicht ich auch. Juhu. Ich benutze mal gerade das Holo-Gespräch. Ja, ja, mach mal. Oh, jetzt kann ich hier rein. Also. Du betrittst deine Schmugglerphase. Andere Gruppenmitglieder können mir helfen, wenn sie nicht Schmuggler sind. Dann hilf mir doch. Bist du hier in das Haus rein? Ja. So. Ah ja. Komm mal rein. Aha. Müssen wir hoch, ne? Nehmen wir an. Ja, ich loot noch gerade hier. Ah ja, hier das Ding zerstören einfach. Jetzt habe ich dich hier hochgeportet, kann das sein? Ja. Das sah auch lustig aus. Tauscht das drauf, was ist denn jetzt? Durch die Decke geportet. Ja. Hast du das gesehen? Ja. Das scheint doch jetzt zu funktionieren. Captain, seid ihr da? Hier ist Corso. Wir haben Ärger im Hangar. Ist mein Schiff in Ordnung? Im Moment schon, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Separatisten stürmen den Hangar. Wir bereiten ihnen einen herzlichen Empfang, aber wir könnten etwas Hilfe gebrauchen. Skavak, kommt her! Helft mir, diese Hangartür zu versiegeln! Skavak, was macht ihr? Ja, was macht Skavak? Das ist die große Frage. Ja, hast du hier nicht auch noch so eine Mission oder so? Ich muss noch einen Signalgeber zerstören. Oh ja. Ja, Signalzerstörer. Kurz gucken, wo der ist. Alpha müssen wir da auch machen. Da hinten ist der. Du meinst den Signalzerstörer Alpha? Ja, genau. Ja, der gehört ja uns zusammen. Ach, stimmt. Ach so, genau, die Raketenbatterie, die war die einzelne von dem Trooper. Da hast du wahrscheinlich die mit dem... Oh. Ja, ich zerstöre das hier eben und du kümmerst dich um die. Ja, schnell. Twi'lek, oder ich hab's irgendwie, glaube ich, falsch ausgesprochen, dafür wurde ich schon geflamed. Twi'lek. Ja, keine Ahnung. So, haben wir alles, ne? Jawohl. Dann gehen wir mal zurück. Gehen wir jetzt mal da, ja, und nach vorne abgeben und dann deinem Kumpel da ein bisschen unterstützen. Wie kann man zu viel springen, ist die Frage, oder? Was meinst du mit zu viel springen? Ja, mir hat einer gemacht. Schön, dass ihr heil zurück seid. Das war jetzt hier der Captain. Mein Trupp und ich sind euch etwas schuldig. Dank euch können wir die Störung durch die Separatisten überwinden. Jetzt können wir bald Bericht erstatten. Hier, aus unserem Privatvorrat. Passt auf euch auf, Held. Ah, ein neues Gewehr. Gut, kommen wir jetzt in die jeweilige Phase zurück, oder? Normalerweise schon, ja. Also ich hab jetzt hier eine... Mach doch mal, geh da mal durch, dann müsste ich dir normalerweise folgen können. Ja. 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 Die nehmen auch wesentlich weniger Schaden, wenn die in dieser Deckung stehen. Ja. Das ist halt der Vorteil daran, ne? So, rede ich mal mit dem hier. Ich fühle mich, als hätte ein Gundark meinen Schädel als Trommel benutzt. Danke, dass ihr meine Haut gerettet habt, Captain. Da klaut einer dein Schiff. Frech, oder? Skavak hat diesen Separatisten geholfen, hier reinzukommen. Er hat uns verraten. Dieser Abschaum hat mein Schiff gestohlen. Und auch alle Waffen. Er und die Separatisten müssen das schon lange geplant haben. Ein Moment mal. Wo ist Fackel? Ich glaube es nicht. Skavak hat mein Blaster gestohlen. Fackel ist ein echter Blastec ALT-25 mit magnetomischem Haftgriff und seitlichem Scharfschützenobjektiv. Die Fackel ist viel zu gut für Skavak.
Hat er nicht einen am Rücken? Oder? Ich mach mir eher Gedanken, dass er seinem Blaster einen Namen gibt. Vergiss deinen dummen Blaster. Was ist mit meinem Schiff? Damit kommt er nicht davon. Kommt schon. Kommt schon. Antwortet, verdammt. Was ist denn los, Corso? Habe ich deine Gefühle verletzt? Sei froh, dass du noch am Leben bist, Junge. Habt ihr eine Ahnung, mit wem ihr euch angelegt habt? Warum denkt ihr, dass mich das interessiert? Im Namen von Ord Mantells tapferen Freiheitskämpfern danke ich euch für den Blaster, das Schiff und ein herzhaftes Lachen. Einen schönen Tag noch. Nur ein Tipp. Ich gewinne immer. Zwecklos. Er hat die Verbindung abgebrochen. Er hat schon immer gewusst, wie man einen Abgang macht. Skavak hat meinen besten Blaster geklaut. Aber das ist wohl nichts im Vergleich zu eurem Schiff. Tut mir leid, Captain. Hört zu. Skavak und ich haben für einen Kerl namens Vido gearbeitet. Wenn er rausfindet, dass Skavak ein Separatist ist, wird er Rache wollen. Genau wie ihr. Tut euch selbst einen Gefallen und sprecht mit Vido in Vorganik. Ich versichere euch, dass er euch helfen wird, euer Schiff zurückzubekommen. Force sind für gewöhnlich voller Leute, denen ich lieber aus dem Weg gehe, Junge. Keine Sorge. Die republikanische Armee hat das Sagen in Vorganik. Aber sie lassen den Boss sein Ding machen. Er hält ihre Versorgungslinien offen. Vido ist gerissen und hat überall Verbindungen. Wenn jemand euer Schiff finden kann, dann er. Ich muss diesen Hangar verschließen, aber ich werde Vido eine Holo schicken und ihm alles erklären. Vorganik ist nicht weit weg. Ich treffe euch dann bei Vido, Captain. Tja, Klassenmission-Umfrage. Wie würdest du den Klassenhandlungsverlauf? Ja, ganz gut, ne? Wie würdest du Klassenmission beurteilen? Gut. Würdest du die Sprachausgabe? Ausgezeichnet war die natürlich. Und wie würdest du die dunkle helle Seite Option? Ne, die war überhaupt nicht vorhanden, also schlecht. Annehmen. So. Ich muss mich noch bei meinem Commander melden. Ja, da gehen wir das hin, würde ich sagen. Zum Schwarzen, ne? Den kenne ich. Alter Freund, ja, genau. Von mir. So. Hattest du eigentlich Post? Post? Ja, ich hatte hier Post von meinem Collector's Edition, von meiner Collector's Edition. Ich habe diesen Was? Farbkristall bekommen. Wo sehe ich denn, ob ich Post habe? Oben links in der Ecke steht das normalerweise. Oben links, ja, tatsächlich habe ich Post. Eine ungelesene Nachricht. Dann gehen wir rein. Warum kann ich denn hier nicht rein? Tja. Das weiß ich nicht. Moment. Ah ja, okay. Ja, er schickt mich in die Stadt. Er steht jetzt nicht mehr hier oben. Er steht jetzt in der neuen Stadt. Tja. Wo ist denn Briefkasten? Mal kurz gucken, da vorne. Hier vorne. Dann gehe ich erst da jetzt zu dem Briefkasten. Das ist zu spannend, ja, ich kann nicht länger warten. Also ich hatte diesen gelben Farbkristall drin. Ja, vermutlich hätte ich auch nicht mehr. Ne, hier. Das ist der Spawnpoint. Also dieser für den Ruhestein. Vorbestellergegenstand. Mhm. Dann kann ich das ja jetzt öffnen. Ein Anhang. Absender ignorieren, Spam melden. Nee, das will ich noch nicht machen. Wie öffne ich denn das Scheißteil? Doppelklick auf die E-Mail. E-Mail, ja, hier. Wird beim Aufheben gebunden. Ein Farbkristall. Mhm. Ja, ist derselbe, den ich auch bekommen habe. Kann man aber erst mit Level 7 benutzen. Gut, ja. Ist aber nicht Collector's Edition, sondern für die Vorbestellung, ne? Ja. Ja. Ja, dann gehen wir mal weiter. Das gibt's also jetzt schon zu kommen hier. Was habe ich überhaupt hier so für Sachen? Sabotageladung. Platziert eine Sabotageladung am Ziel, die explodiert, wenn das Ziel Schaden erleidet. Aha. Das hier ist die Ladungssalve. Feuert eine Ladungssalbe ab und das ist eine Quest. Zwei sind wo? Oh, ja, hier links. Ja, ja, ja. Da ist in Deckung gehen, die zwei. Alles klar. Ah, jetzt habe ich auf Gespräch beginnen gedrückt und du hast noch gar nicht drauf. 31. Aufklärungsdivision aus Vorganik. Müssen wir die alleine machen. Haltet hier draußen lieber den Kopf unten. Seit letzter Woche setzen die Separatisten hier Scharfschützen ein. Gute Scharfschützen. Ziemlich viele Verluste zwischen hier und Vorganik. Die Separatisten schießen einfach auf alles.
Wer sind Ihre Ziele? Soldaten, Fahrzeuge, Zivilisten. Vor allem Flüchtlinge aus den kriegszerrütteten Siedlungen. Sie kommen auf ihrem Weg zum Flüchtlingslager bei Fort Garnick hier durch. Boom. Leichte Beute. Ich kann vielleicht etwas tun. Wir sind für jede Waffe dankbar, die wir kriegen können. Fort Garnick will, dass die Scharfschützen auf der Stelle verschwinden. Commander Frey hat sogar demjenigen, der das schafft, einen ganzen Wochenlohn versprochen. Ich bringe den Abschaum gratis um. Ich freue mich schon drauf, euch zuzusehen, Ma'am. Wenn ihr die Scharfschützen erledigt habt, meldet euch bei Commander Frey im Flüchtlingslager bei Fort Garnick. Viel Erfolg. Mist, jetzt habe ich aus Versehen gedruckt, dass ich gratis umbringe. Ach, du hast schon angefangen. Nee, ich habe nur ein bisschen hier Gegner getötet.